Die Leidenschaft zur Ernährung habe ich eigentlich mit 16 und 17 Jahren schon entwickelt. Durch das Ernährungsstudium ist es dann immer mehr geworden. Aber die richtig große Leidenschaft zur Ernährung habe ich, seit es das CrossFit Eisenstadt gibt, weil da habe ich zum ersten Mal bemerkt, was eigentlich Training und Ernährung, das Zusammenspiel so ganz super funktioniert. Unter einer nachhaltigen Ernährung ist es ganz wichtig, vorwiegend sich pflanzlich zu ernähren. Außerdem denke ich, dass man auch auf saisonal und regional schauen sollte. Der größte CO2-Ausstoß, den wir eigentlich verursachen mittels Ernährung, ist aufgrund von Fleischkonsum, Milcherzeugnisse und Getreide. Wir versuchen, ein- bis zweimal die Woche maximal Fleisch zu essen, nur 100 bis 150 Gramm Fleisch pro Mahlzeit. Wir verzichten gänzlich auf Milchprodukte. Wir kaufen sehr, sehr minimalistisch ein. Wir wollen, dass wir so wenig wie möglich wegschmeißen und somit wird manchmal auch Restel gekocht, auch wenn es nicht zusammenpasst.